Major. Rodney, warum so spät noch auf? Ich wollte nur... Ich konnte nicht schlafen und wollte im Kontrollraum was überprüfen. Was ist mit Ihnen? Nein, danke. Nein, ich meinte, wieso sind Sie so spät noch auf? Ich bin immer lange auf, Rodney. Eine freundliche Warnung. Diese ganze Captain Kirk-Tour ist problematisch, um es so auszudrücken, und moralisch fragwürdig. Was für eine Tour? Das Umwerben der außerirdischen Priesterin passt eher ins Jahr 67. Ich bin sogar überrascht. Ich glaube nicht, dass das, was ich tue, Sie etwas angeht, McKay. Es geht mich sehr wohl etwas an, Major, wenn eine Außerirdische, die uns offensichtlich täuscht, den leitenden militärischen Offizier um den kleinen Finger wickelt. Fangen Sie nicht damit an. Na schön, tut mir leid. Ich weiß, ich bin für gewöhnlich nicht besonders einfühlsam. Aber Sie müssen mir glauben, dass an ihr etwas faul ist. Ich weiß, es ist nichts Greifbares, aber ich fühle... Ich sagte, fangen Sie nicht damit an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich es Ihnen beweisen werde, Major. Inzwischen gebe ich Ihnen nur den Ratschlag. Lassen Sie Ihren... Haben Sie das hier schon gesehen? Nein, haben Sie nicht geschlafen? Ich habe bei diesen Koordinaten... Das sind die Daten von den biometrischen Sensoren. Ich kann Ihnen nicht sagen, was all diese Signaturen bedeuten, aber sehen Sie sich das an. Das da sind unsere und das da sind Ihre. Ein eindeutiger Unterschied. Sie stammen von einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxie. Sie unterscheiden sich auch von Telas. Das muss nicht heißen, dass... Sie ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für mich ist sie nur eine überaus ehrliche und spirituelle Person. Na schön. Ich kann es vielleicht rausfinden. Heute Morgen fangen doch die Verhandlungen, stimmt's? Gut, ich werde dran teilnehmen. Ich tippe auf meinem Laptop rum, doch in Wirklichkeit scanne ich sie auf Anomalien, auf Strahlung, EM-Scans, Energiesignaturen. Auf diese Weise, falls ich mich irre, ist nur mir etwas davon. Es kann keinem schaden. Na schön. Aber bitte diskret. Ich bin immer diskret. Das meiste, was ich über die Religionen auf der Erde gelesen habe, hat mich beeindruckt. Die Tora, der Koran, der Talmud, die Bibel. Die meisten zeigen einen mannigfaltigen und tiefen Wunsch, das Göttliche zu erfassen. Also haben wir ihnen doch etwas zu bieten. Aber ich habe mir auch ihre Geschichte angesehen. Selbst jetzt herrscht auf ihrem Planeten irgendwo Krieg. Naja, das stimmt leider. Ich habe nicht versucht, das vor ihnen geheim zu halten. Chaya, wir sind ganz bestimmt nicht perfekt. Es gibt vieles über sie als Volk, was ich beunruhigend finde.